Hallo und willkommen zurück zu Vampire die Maskerade. Ich kann nirgendwo hinklicken. Redemption. Und ich hätte ja in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge gesagt, ja, bei mir eigentlich nur ein paar Sekunden her ist, oh, hier regnet's, dass wir uns weiter Blut besorgen wollen. Ich könnte jetzt hier schön alle drei aussaufen, aber es wäre nicht so gut. Moment, bin ich nicht gerade hier an einem... Genau. An der U-Bahn-Station vorbeigelaufen. Mir fehlt irgendwie die Musik, kann das sein? Mach das mal ein Stückchen lauter. Ich meine, ich mach's ja eh dann im Nachhinein noch immer ein bisschen leiser. Oh, man hört es trotzdem noch ganz, ganz leise. Diese Clubmucke. Ich glaube, ich mach das noch ein Stück lauter, wobei ich YouTube meistens immer bei den da hätte ich sie fast angegriffen, bei Musik im Hintergrund rummeckert. So, das geht nicht mehr. Das dürfen sie nicht. So, und das. Ich verbrauche jetzt einfach mal alles, dass die wieder volles Blut haben. Und dann kaufe ich mich nochmal voll. Sieht auch komisch aus, wenn wirklich so ein Punk mit einer Kettensäge da auf einen zuläuft. Also, ja, wüsste ich nicht, wie ich reagieren würde. Oh, die macht 55 und Blut, eigentlich müsste ich mir Blutsteine irgendwie kaufen. Die sind ja besser und ich bin alle. Shit, ich wollte doch noch... Moment, Weg des Abgrunds und Erwecken haben wir noch eins. Gut. Würde ich jetzt auch so lassen. Guten Tag. So, das kriegt erstmal. Wieso habe ich so wenig Geld? Ey, was du bist. Das kriegt wieder alles eher. Hier einfach mal viel zu viel Blut verbraucht. Nee, die kriegen ein. Sie kriegt auch noch ein. Ach so, Moment. Kann ich das denn jetzt endlich mal verkaufen? Hallo? Nee, warum nicht? So eine Scheiße. Guten Tag. Will das Ding nicht haben. Erstens verbraucht es Platz und zweitens könnte ich dadurch dafür Geld bekommen. So, jetzt hören wir ein bisschen Musik. Also ich hier vielleicht nicht so. Ist halt ziemlich leise insgesamt. Ich habe es auch sehr leise gemacht. Ich glaube, ich mache das doch noch. Ich speichere das. Ich glaube, ich mache das doch noch mal ein bisschen höher, dass man ein bisschen was von hat. Weil den Ton lasse ich, glaube ich, so. Und das mache ich doch wieder so. Denn, es ist mir ja so schon immer zu laut. Und ich, ja, ich passe das ja im Nachhinein immer noch ein bisschen an. Wenn dann der Ton, die Musik auf einmal zu laut ist, das kann ich dann leider nicht anpassen. Außer hier halt im Spiel. So, na, das ging doch relativ schnell. Also da war das im Mittelalter, hat das länger gedauert. Schade, dass hier die Leute nicht sagen, dass man mit denen nichts machen kann. Ich laufe falsch. Warum sagt mir das keiner? Aber es ist halt ein älteres Spiel. Oh. Wurde der etwas schon mal angegriffen? Der sieht etwas angeschlagen aus, so rein vom Name. Ja, hier ist weiß. Also der Name. Ich meine, gut, er auch, der Typ. Ich fände es schon komisch, so als Polizist, wenn da eine Gruppe Leute rumläuft. Die eine hat einen Flammenwerfer, der andere ein Schwert und einer eine Kettensäge. Also, So, hier, der Mist muss jetzt auch noch weg. Alles hier rein. Habe ich noch irgendwas? Nö. Nö. Ach so, hier könnte ich nochmal hin. Was nehme ich schon? Lied der Ruhe verringert die Rasereistufe und bewirkt Zufriedenheit beim gewählten Wesen. Es wäre nicht schlecht, habe ich aber nicht so die Lust drauf. Ruft Tiere zur Unterstützung herbei. Nehme ich noch eins drauf und ich sage, ich gehe mal auf Widerstandskraft. Und da ist es schon wieder alle. Und bei ihm. Jetzt auf Stärke machen? Einen Wolf.
weiß nicht, ob das so Nebelwölke. Könnte ich nochmal auf Tierklaue gehen. Und dann hier auch Stärke und Scheiße. Und auf Scheiße setz mal. Mündlich der Forschung. Achso. Könnte man natürlich auch machen jetzt und dann sagen, gut, wir tasten uns immer langsam vor, aber da habe ich keine Lust zu. Ich mach mal geschickt nach oben. Und Widerstands. Ja, okay. Gut, haben trotzdem ein bisschen wieder was gemacht. Nochmal speichern und. Nee, Moment. Hier. Nee, Moment. Falls ich wieder was mit der. Doch, nimmt auch. Oh, ich hatte jetzt gerade schon wieder. Puh. Befürchtung, dass da wieder was ist mit der Aufnahme. Hat er jetzt schon wieder eine? Ja. Zeigt er mir nicht an. Okay. Oh, da kommt die nächste Spinne. Hui, Spinne. Hier, oh, und Todesalb. Zwei sogar. Nicht gut. Oh, drei sogar. Überhaupt nicht gut. Hallo, machst du mal. Vier. Spinn die. Boah, das werde ich wohl nicht schaffen. Schätze ich mal. Und wenn ich jetzt einfach abhaue? Ist angeschlagen und kann nicht. Kehr zu mir zurück. Oh, der Pink sieht aus. Der will sich auch einfach nicht heilen von selbst. Der Depp. So, er ist weg. Jetzt hat er sich geheilt. Sehr schön. Erstmal die Spinne weg. Das ist schon nervig für die Alte. Die alte Spinne. Nein. Wieso hauen denn die immer auch so doll rein? Achso, ich muss gar nicht geheilt werden. Nur da. Pink. Und Raserei geht dann immer so schnell hoch. Gut, ich glaube, es waren jetzt trotzdem alle da. Boah, ey. Gut, ach, sie hat gar nichts aufgebraucht. Kein Blut. Auch gut. Ich gebe immer noch eins und ihr auch noch eins. Und ich nehme das. Ja. Ja. Ja, gut, haben wir doch geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht... Wirklich gedacht, wir sterben hier an den Untoten, an der untoten Präsenz. Aber jetzt ist die Musik aber laut. Ich doch, obwohl sie sehr schön ist, finde ich. Also es ist ziemlich cool. Ja, die Musik in London, die ist ziemlich leicht. Oh Mann, Leute. Könnt ihr nicht mal wegbleiben? Einfach mal tot bleiben. Konzentriert euch mal aufs Pad. Oh, ist das ja anstrengend. Pistole. Noch eine. Boah, die hat schon eins leer geballert. Oh, das meine ich. Ich weiß nicht, ob das so gut ist oder so toll ist, auf Fernkampfwaffen zu gehen. Einmal habe ich das Gefühl, die treffen nicht. Beziehungsweise machen relativ wenig Schaden. Hallo. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Blöde Tür. Und wird halt... Da habe ich noch was gesehen. Wird halt sehr stark... Ach, hier ist noch ein Flamme, schön. Die Munition verbraucht und die kostet halt einiges. Yay, Ratte und Plasmabeutel, sehr schön. Das ist irgendwie ein bisschen wenig hier, so dieses Blutzeugs. Pesthauch, cool. Und Feuerball. Werde ich den Pesthauch demnächst mal draufschmeißen, würde ich sagen. Ja, und das Blöde ist, hier kann man sich nicht durchtrinken. Weil hier nur Todesalbe und hier Spinnen sind. Und das ging daneben. Sehr schön. Und... Ja, da kriege ich halt kein Blut von denen. Ich hätte gern den Zauber Blutraub, dass ich den so anwenden kann. Wobei es natürlich ein bisschen komisch wäre. Ich meine, da muss man Blut ausgeben, um den Zauber zu benutzen, um Blut wiederzubekommen. Das wäre schon seltsam.
hier ist echt düster. Ich sollte mal ein paar Lampen anmachen. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht mehr lange. Ich will endlich raus aus dem blöden Turm. Toll, da ist ein Schalter. Den habe ich nicht gesehen. Und eine Tür. Da muss ich noch mal runter. Ich hoffe, es ist nicht allzu weit weg. Hau ich aber mal Geschwindigkeit an, obwohl das viel Blut verbraucht. Hui. Aber er ist halt echt fix. Ich weiß nur nicht, ob er dann auch in anderer Geschwindigkeit schneller ist. Ich bin falsch. Da lang? Hier lang. Nee. Oder? Oh, wo war denn das? Müsste doch hier gewesen sein. Da. Und was gibt's hier? Ein Monokel. Schade, er sagt nichts dazu. Nein! Er hängt. Oh, ich dachte, er hängt fest. Flammenwerfer. Irgendwas anderes. Schnell noch Geschwindigkeit ausnutzen. Und wieder zurücksausen. Ist schon echt cool, wenn man so hier durchflitzen kann. Das Problem ist, dass es nicht wie bei Plotlines ist, dass dann alles langsamer wird um einen drumherum. Sondern man flitzt halt hier echt übel schnell lang. Und verklickt sich dann teilweise. Oder rennt irgendwo lang, wo man gar nicht lang wollte. Hä? Ach so. Okay. Ah, und da hier eine Tür ist, wird es demnächst da weitergehen. Schätze ich mal. Ich wollte mir noch das Monokel angucken, aber ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht, dass da nichts zu gesagt wird wie beim Stern des Judas am Anfang. Aber das hatte ja, das war ja eine Schärfte Vampir-Sinne. Okay, wo kommt das hin? Ach so. Ups, wieso hat die keinen Kopf, Kopfschutz? So ein Scheiß. Das war ja storytechnisch basierend. Also von der Story her. Ach so, das kriegt auch mal noch so. Ach, hier ist ein altes Rohr. Ich weiß gar nicht, ob ich das aufheben will. Ob das was bringt. Ich glaube, ich habe gerade gespeichert, ne? Könnte mir jetzt auch nicht sagen. Naja, egal. Besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Hallo? Ist hier irgend... Ach, hier, Herz von Lucretia. Seht! Lucretias Herz! Ich glaub's ja nicht. Ja, pfählen wir es. Nein, wir brauchen es. Kehren wir zum Tempel des Set zurück. Möglicherweise wird Lucretia nun zugänglicher sein. Oh, wow. Was habe ich denn jetzt hier für Erfahrungspunkte? Was ist da los? Da muss ich nochmal ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, mit dem Vampirsinn. Schattenmantel, oh, Befehl. Kontrolle über das Opfer. Warum habe ich sowas? Ruft das Gewehrte gewesen herbei. Hä? Benommenheit beim Opfer. Warum habe ich sowas jetzt hier drin? Verstehe ich gar nicht. Stärke, Augen des Tieres. Was habe ich denn hier alles für Fähigkeiten? Windstärke, Soft, der kann ja fast alles, nur nichts gut. Ich würde sagen, ich gehe hier auf Wind, hoher Stärke. Hier nochmal eins drauf und ich mache. Boah, das hat aber viel gekostet jetzt. Und hier noch. Shit. Hier noch mal ein bisschen. So. Bei euch. Manchmal trinken hoch. Und was haben wir noch? Tierklauen am liebsten eigentlich. Majestät. Lesen im Kreis innehalten und den Anwender anstarren. Das könnt ihr eigentlich mal benutzen. Der Knallkopf. 2000. Ah, shit. Ich wollte doch hier noch irgendwas machen. Hier könnte ich das. Machen wir so. Sind auch 10.000. Ich würde sagen, ich gehe noch mal eins auf Feuerball. Oh, oder Flammenkreis. Ich mache Flammenkreis. Schädigt das Opfer mit einem senkenden Flamme. Mindestens Intelligenz 60. Ach so, das müsste ich ja vielleicht mal bei ihr hochmachen. Weiß zwar nicht, was es bringt. Und eventuell Geistesschärfe. Aber in manchen Spielen ist es ja so. Dass Intelligenz halt für mehr Mana oder Schaden von Zaubern ist. Ach so, cool. Hat das hier gespeichert. Oh, und jetzt kommen. Ach so, Schlangen. Auch nicht besser als Spinnen. Wobei die ein wenigstens nicht vergiften. Aber wir könnten ja rein theoretisch das Herz pfählen. Erstmal, damit sie gestunt ist, sozusagen.
und dann gemütlich zu ihr hinlaufen. Da ist schon wieder, wo kommen denn die jetzt her? Und ehrlich gesagt, hätte ich das ein bisschen besser bewachen lassen, das Herz. Nicht einfach und nicht auf so einem Tisch präsentiert. Achso, hier wollte ich lesen. Genau, wir haben das Herz der Lucrezia gefunden und kehren sie zu Lucrezia zurück. Verhandeln Sie mit Lucrezia, um etwas über den Ort der Lieferung herauszufinden und befreien Sie Lydia aus ihrem Blutband. Aus ihrem Blutbad. Schön. Ich dachte, hier kommt noch ein wilder Kampf, aber war gar nicht so. Dass ich hier den ganzen Weg wieder zurück muss, das finde ich schon ein bisschen ätzend. Ich verstehe nicht, warum sie am Anfang bei der Silbermine das so gemacht haben, dass man eben nicht alles zurück musste. Und hier jetzt aber schon. Oder übersehe ich da was? Na, scheiße. Habe ich den Ausgang übersehen oder den richtigen Weg? Ist halt auch blöd, wenn man sich einfach so immer nach oben kämpft und hofft, dass man richtig ist. Und dann soll sie wieder zurück. So, wir sind so immerhin schon mal auf Level 2. Wieder. Ich laufe schon wieder falsch. Alles so dunkel. Warum muss das in Vampir-Spielen und Geschichten immer dunkel sein? Immer ist das Nacht. Hä? Bin falsch. Na, was macht er denn? So schnell noch an dem Kokon vorbei, dass die Eier nicht die Spinnen nicht schlüpfen. Ach, und da kommen noch Gegner. Oh, da ist noch eine Kiste, sehe ich. Mann! Kann man so blind sein. Zur Hölle mit euch, und da wird's verbrannt. Wieder ein Bogen, zwei Bögen. Wie oldschool. Oh, endlich mal Rubine. Also ich finde. Ja, hier. Achso, ein Gegengift. Dafür, dass es hier auch so wenig Blut zu trinken gab, gab es auch relativ wenig Gegenstände. Also meistens so großes Zeug. Also dieses kleine. Hier, Rubine und so ein Gedöns. Das und diese Schmuckstücke, das kam irgendwie alles gar nicht. Und ich war, hä? Ich hab doch hier gerade gar keinen Durchgang gesehen. Was soll denn das? Hier ist eine Folterbank. Hab ich die das letzte Mal schon gesehen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Da ist noch eine. Da höre ich. Nee. Spinnen höre ich da. Ob ich den weglaufe? Ah, nee, hier sind noch Kisten. Also kann ich nicht weglaufen. Wir müssen wohl gegen die kämpfen, aber das sind kleine Spinnen, das ist kein Problem. So. Gut, für die zwei ist es anscheinend schon ein Problem, gegen so eine kleine Spinne zu kämpfen. Aber muss man ja sagen, die Lili ist eine Frau. Die meisten Frauen haben ja Probleme mit Spinnen. Wenn dann auch noch so eine große Spinne ankommt. Gut, muss ich sagen, also wenn so eine Spinne in meinem Wohnzimmer ist, hätte ich auch ein Problem damit. Und wenn dann so eine ganz große, wie hier die vorhin, diese ganz große Spinne ankommen, ja. Kann man nur hoffen, dass sie einen schnell töten, dass man das alles nicht so mitkriegt. Oder schnell raus, Tür zu, aus, abrennen. So, da haben wir es endlich wieder geschafft. Oh, und ein Werwolf. Und der hat mich auch tatsächlich erschreckt. Oh, warte mal. Oh. Alter, der spinnt wohl. Und da bin ich wieder tot. Den Werwolf habe ich noch gar nicht abgezogen. Ich wollte jetzt speichern und dann kommt jetzt so ein Penner an. Ach, das ist wohl dann, super. Das Tier flüstert verführerisch nach mir. Ja, aber sehr gut. Ich wollte schon sagen, oder hab's ja gesagt, so, gar keine Verteidigung und so. Interessante Gesichter haben sie da. So, da gucke ich mal. Ey, ich habe nichts abgezogen. Also entweder muss ich an dem vorbeirennen. Was haben wir hier? 14, 16. Ach, hier 14, 20. Automatisch sogar. Ist noch gar nicht da. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, weil der. Ich habe nichts abgezogen an dem.
denke mal schon. Und das, so rein prophylaktisch. Meine Gebeine verspüren Mangel an wertvollem Blut. Und dann hau ich nochmal ein Stückchen ab. Mann! Hau mal ab. Heilung. Oh, jetzt. So ein bisschen schon. Ja, ja, er ist fast tot. Oh nee. Schade, dass ich den nicht ausdrehen kann. Ich meine, der Wolfblut ist auch recht wertvoll. Oh, der heilt sich. Ich fasse es nicht. Falsch. Ah. Zur Hölle mit euch! Oh, der ist kaputt. Scheiße. Aber wir hatten ihn fast, Mann. Ach so, Mensch, das habe ich schon verpeilt. Das ist aber wieder tot. Schön. Sehr schön. Also eigentlich nicht. Aber wir sehen den Kampf dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.